So, nachdem letztes Mal hier der Survival-Prototype wieder nicht ganz so gut geklappt hat, probieren wir diesmal nochmal diesen Kampagnen-Prototypen und gucken, ob sich da noch was getan hat und ob wir da vielleicht die ein oder andere Kreatur nochmal zu Gesicht bekommen, die wir vorher noch nicht kannten. Ich bin gespannt, ihr dürft es auch sein. Wenn das jetzt fertig geladen hat, dann können wir auch anfangen. Da! Greetings, Underlord. Raskos has laid claim to most of the resources of this realm. Und das, was hier so blinkt, ist auch neu. But there's no reason his hard work can't become your ill-gotten gains. Ill-gotten gains. A chunder has entered your dungeon. Was machen die denn hier? Warum sind, was ist das denn? The last Underlord was barely a morsel. I trust you'll make a fine meal for me and my minions. Okay. Wir haben auf jeden Fall hier jetzt schon alle Räume stehen. Wir haben schon Kreaturen am Anfang. Ich kann mich gar nicht mehr an das letzte Mal, als wir das hier ausprobiert haben. Ich glaube, das war das allererste, was ich gemacht hatte. Also das allererste Video von diesem Spiel. Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, wie das da war. Aber gut. Wir werden das jetzt hier einfach mal ausprobieren. Oh nee, jetzt ist das Gold da. Egal, dann ist ein großer Raum. A Bafu has entered your dungeon. Wenn das nicht schön geht, dann machen wir es richtig hässlich. Ne? Haben wir denn schon so eine... Haben wir wirklich schon alle Räume? Ja. Die sind alle schon da. Hm. Skarg. Wir haben eine Spinne. A Skarg has entered your dungeon. Noch eine. Und hier sind Punkte. Dann nehmen wir doch mal die Barracks rein. Das. Und wo sind meine Räume? Ach, ihr müsst hier noch Sachen einnehmen, ne? Ja. Bekomme ich eigentlich noch einen Auftrag oder sowas? Und ich weiß auch gar nicht, ob es hier Gegner gab. Wir müssen das alles ein bisschen schön machen, damit ich hier vernünftig irgendwas reinbauen kann. Eigentlich wären Wände zwischen den Räumen nicht schlecht. Bei Dungeon Keeper war es immer so, dass die Sachen schon deutlich voneinander abgetrennt sein sollten. Damit sich die Kreaturen nicht gegenseitig die ganze Zeit stören, weil die mögen sich nicht alle untereinander. Ja, auch zwischen den fiesen Kreaturen gibt es Streit und Zickereien. Ja. Also, Barracks wollte ich bauen. Barracks, hier machen wir 6x5. Ach, kommen wir mal noch eine Reihe dazu. So. Dann ist dann nämlich noch zwei Trainingsgeräte mehr. Und mit den restlichen Räumen warte ich noch. Ich möchte hier, glaube ich, ungern jetzt was hinbauen. Und können schon wieder was machen. Transmutation. Ah, hier, so könnte man sich auch noch Gold verschaffen, ne? Stimmt. Mit den Potions und so. Hm. Das hätten wir vielleicht bei der letzten Aufnahme mit beachten können. You have discovered one of Raskos's outposts. Oh. Its entrance looks to be well guarded. Ah, ja doch. But why throw your minions into a meat grinder when you can circumvent its gnashing teeth? Hier gab es Gegner. Build an underminer upon the flashing tile to destroy the nearby walls. Ja, das können wir aber jetzt noch nicht machen. Then flood the room with your minions from behind. Weil wir erstmal vernünftige Kreaturen brauchen dafür. Da sind wir nämlich, glaube ich, beim letzten Mal dran gescheitert. Dass wir das nicht geschafft haben. Jetzt erinnere ich mich wieder. So, können wir neue Minions erschaffen? Ein paar. Naja, die helfen ja schon. Ne? Das Gold nehme ich mir mit. Ihr müsst hier sowieso noch weiter erkunden. Ja, hier oben ist bestimmt auch noch irgendwo Gold. Ich brauche das ja schließlich. Dann brauchen wir noch eine Torture Chamber und sowas, bevor wir den Gegner angreifen. Das ist halt relativ wichtig, damit wir die gefallenen Kreaturen von uns und die vom Gegner auch abfangen können. Beziehungsweise wiederverwerten können. Hier wird schon brav trainiert. Gut. Also, Barracks habe ich gebaut. Ich brauche noch die Taverne und das Alchemie-Lab und den Friedhof. Ach, und das Sanctuary auch. Das haben wir ja auch noch nicht. Heavy losses by charging the well-defended entrance. Use your wits and attack where least expected. Ja, ich weiß doch, wie das... Construct an underminer upon the flashing tile. Ja, ich weiß doch, dass ich einen Underminer bauen muss, Mann. Aber das können wir jetzt noch nicht. Das wäre blöd, jetzt schon anzugreifen. Crypt. Ah,
Crypt können wir vielleicht hier oben hinbauen. Hier ist nämlich mehr Platz für sowas. So. A cultist has entered your dungeon. Ah, jetzt haben wir nur eine Reihe. Dann müssen wir noch eine Reihe da dran machen. 4000. Zack. Jetzt haben wir nämlich auch kein Gold mehr. Perfekt. Das möchte ich gerne da noch weghaben. Und Gold. Ist hier noch irgendwo Gold? Wir müssen eine Wooden Bridge bauen, damit wir an das Gold da drüben kommen. Weil die Imps ja nicht durchs Wasser laufen. Beziehungsweise schon da durchlaufen, aber dann nichts abbauen und kein Land einnehmen. Your minions have researched a new scene. Holt euch das Gold. Ja, was brauchen wir noch? Den Friedhof habe ich gebaut, das Alchemie-Lab. Das ist teuer, das Reich. Boah, 10.000. Ja, so viel Gold wird hier wohl nicht sein. Na komm. Da ist noch ein bisschen was. Das hole ich mir auch noch. A new sin has been researched. Ich brauche mehr Gold, Freunde. Ich brauche mehr Gold. Prison. Prison. Das sollten wir auch auf jeden Fall machen vorher. Heal. Da hätten wir auch mit... Es gibt einfach so viel. Und wenn das dann alles so hektisch wird, dann benutzt man das halt einfach nicht alles. Das macht man nicht. Also ich nicht. Da müssten sie sich vielleicht noch was überlegen. Außerdem kann ich das hier nicht wieder abwählen. Das finde ich ja nicht so gut. Nein. Build an Underminer. Ich habe keinen Wachs in den Ohren. Aber ich brauche doch noch mein Gefängnis. Das kostet 12.500. Wie soll ich mir das denn leisten? Are you sure you want to see death approach? Und hier ist jetzt nämlich auch kein Gold mehr übrig. Irgendwie. Könnte die auch von hier hinten überfallen und dann von oben da reingehen und nicht von hier unten. Aber hier ist halt ganz viel Gold und das brauchen wir. Chanda has entered your dungeon. Ah, ich habe aber viele Kreaturen doch eigentlich, oder? Dann bauen wir hier so einen Underminer hin. Supremely placed, Underlord. As your workers construct the Underminer, you should gather your minions nearby with Rally. So they must spill into the room before reinforcements can be brought to bear. Ja. Boah, hier wird aber. Once your minions are in place, click upon the underminer to ignite the charge. Gebaut. So, jetzt habe ich ihn angezündet. Oh oh, Achtung! Jetzt geht's gleich los, jetzt knallt's hier gleich einmal richtig. Achtung, Achtung! A cultist has entered your dungeon. Boom! You sure I have to start the show, Underlord? Cast Rally within the outpost. And crush its rattle defenders. Jo. I'll use the bones of your soul to pick. Jetzt kommen meine Kreaturen gleich, hoffentlich. Und machen hier ordentlich Rambazamba. 10.000 Gold, damit können wir ein kleines Gefängnis bauen. Und auch wenn man das pausieren könnte, wäre das super, weil jetzt muss ich zum Beispiel hier unten gucken und kann mich in der Zeit nicht darum kümmern, was da oben gekämpft wird. Done, Underlord. These stores of gold should be more than enough for you to improve your dungeon. But don't dally about for too long. Rastos is sure to try and even the score. Perfekt. Und das ganze Gold hier, das brauchen wir auf jeden Fall. Und hier wird heftig gekämpft. Aber wir sind doch da schon deutlich in der Überzahl, das heißt, wir müssten das eigentlich hinbekommen. Dass wir den Gegner hier erstmal gerade besiegen. Ich weiß gar nicht, da die Fallen hatten wir letztes Mal, haben wir die kaputt gemacht komplett? Ich bin mir da nicht so sicher. Okay, also ihr wollt da noch ein bisschen kämpfen, dann macht das von mir aus auch. Hier ist noch so eine verfluchte Tür. Und wir bräuchten hier nochmal ein paar neue Minions. Oh, die nehmen hier gerade die Fallen auseinander. Finde ich sehr gut. Dann greifen die nämlich die Minions nicht die ganze Zeit an. Oh, und hier
Die sind aber diesmal aber auch echt aggressiv. Ich musste die ja letztes Mal da hoch prügeln, damit die Fallen angreifen. Jetzt machen sie das alles von alleine. Perfekt. Perfekt, perfekt. So. Brauchen wir noch mehr Räume? Ich glaube, wir brauchen noch mehr Räume. Zum Beispiel eine Arena brauchen wir. Unlocked. Und eine Spirit Chamber brauchen wir auch. Das Gefängnis. Oh, sitzt einer im Gefängnis. Nee, Crypt nicht, aber das Gefängnis können wir komplett machen. So. Und Friedhof haben wir ja schon. Crypt, Prison haben wir. Spirit Chamber. Die ist verdammt teuer, Leute. Was kostet so eine Arena? Die kostet nur 750, das ist aber bestimmt auch trotzdem teuer hier. Ja, naja, immerhin haben wir eine. So, habt ihr hier oben gleich zu Ende gekämpft? Freunde. Können wir hier durch? Hier ist Gold. Hier will ich hin. Ich will zu dem Gold. Ups. So. Das nehme ich da mal weg, damit die machen können, was sie wollen weiter. Und hier brauchen wir eine Brücke. Da kann ich noch keine Brücke bauen, weil die das hier nicht eingenommen haben. Nehmt doch das mal ein. Guck mal, da kämpfen meine Minions gegen den gegnerischen, gegen die gegnerischen Minions. Kann ich da mit dem Blitz vielleicht mithelfen? Nee, kann ich nicht. Hier sollte ich so eine Outpost hinbauen, damit sich meine Kreaturen hier versammeln. Und also hier Wache halten. So, erstmal neue Minions. Da sind nämlich, glaube ich, eben ganz schön viele gestorben. Und hier ist auch noch nicht alles erledigt. Da setze ich mal meine Flagge, damit meine Kreaturen da nochmal hingehen und die Gegner da komplett besiegen, also die Fallen zerstören. Das ist wichtig. Und hier bauen wir dann diese Outpost hin. Aber erstmal verkaufe ich hier die Räumlichkeiten, die hier so angelegt worden sind. Die brauche ich nämlich hier nicht. Das Gold können die auch wegtransportieren. So. Hier ist auch noch ein bisschen Gold. Perfekt. Nehmen wir weg. Ich habe da oben meinen Sammelpunkt gesetzt, ne? Das wisst ihr schon. Achso, hier sind gerade Gegner. Okay. Dann machen wir die doch noch platt. Hier ist noch voll viel. So viel haben wir letztes Mal auf jeden Fall nicht gemacht. Und ich habe auch schon ziemlich viele Kreaturen. Torture Chamber bräuchten wir. Können wir aber noch nicht. Wo ist die denn? Wo ist die Torture Chamber? Hier ist sie. Dafür habe ich ja noch kein Geld. Dafür brauche ich mehr Gold. So, jetzt macht mir die Fallen hier weg. Leute. Einfach nur diese blöden Fallen wegmachen. Mehr sollt ihr nicht. Und da ist auch noch ein gegnerischer Fleck. Soll ich euch hier mal eine Brücke rüberbauen? Dann könnt ihr nämlich da anfangen, auch das Gelände einzunehmen. So, und hier brauchen wir dann... Wo ist denn das Ding? Dieses Outpost-Teil. Achso, das kann ich noch nicht. Verstehe. Nein! Könnt ihr mir die Leichen hier wegholen? Holt mal bitte die Leichen hier weg. Freunde. Use the bones of your soul to pick your minions flesh from my teeth. Ah, Mann. So kriege ich die Fallen nicht kaputt. Und meine Minions holen die Leichen nicht ab. Weil da kein Übergang ist, zum Beispiel. Und das hier haben sie... Ah, jetzt haben sie es eingenommen. Und es kommen immer mehr gegnerische Kreaturen. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall mal ein bisschen Defense hinstellen. Machen wir mal da und da. Ja komm, machen wir nochmal zwei. Da und dann kommt hier auch noch eins hin. Wenn die das denn mal einnehmen würden. Warum sterben die denn? Wie die fliegen? A ghoul has been risen in your crypt. Ein Ghoul. Endlich. Nein, da kommen voll viele Gegner. Wo sind meine Kreaturen? Aber es ist gut, wenn die hier hinkommen. Dann nehmen die Minions nämlich die Leichen wenigstens mit.
hier gleich liegen werden. Dann werden die eingesperrt. Mit einer Torture Chamber könnten wir die dann vielleicht überzeugen, dass sie zu uns gehören. Die Arena baue ich noch nicht weiter, dafür haben wir gerade kein Gold übrig. Aber die Torture Chamber versuche ich mal. Guck mal, so ein bisschen Torture Chamber kann ich bauen. So, dann können wir die beiden dann nämlich schon mal reinhauen. Und vielleicht, entweder sterben sie oder sie gehören dann vielleicht doch auch irgendwann zu uns. Das ja gar nicht so blöd wäre. Hier ist Gold. Warum habe ich das noch nicht? Holt euch das mal. Defense complete. A defense. Nein, ich habe kein Gold, um das zu bauen. A succubus is